Hallo Leute, ja, wir sind hier an der Station und haben da gerade so ein bisschen Geld ausgegeben, damit die Schiffe wieder fit sind. Und ja, ich habe jetzt nochmal gelesen, was Herr Thomas Stiele geschrieben hat. Jetzt müssten wir eigentlich mal reingucken, was hier so mit den Geschützen los ist, ne? Ja, nee, warte mal, lass uns mal bei I gucken hier. Da ist definitiv jetzt Nobel Vierfach Bolter drin und ein Super Duo Schocker in dem Gründungsschiff. Was kann der Kapitän hier? Hier ist kein Kapitän drin, auch gut. Dann müssten wir eigentlich noch einen Kapitän besorgen, dass der fliegen kann, ne? Sonst fliegt er ja nicht. Beliebige Geschütze haben wir hier. Ach so, ja, ich sag mal, wir gehen auf den Großbildschirm, ne? So, beliebige Geschütze können da einmal rein und hier unbewaffnete. Und da beliebige Geschütze nochmal zwei Slots. Okay. Interessant. Ach, da auch. Nur unbewaffnet da. 1, 2, 4, 6 Slots für beliebige. Das ist ja sehr interessant hier. Kann man das so machen, dass das. Ach so, dann ist es nur für Waffe und dann sieht man allerdings nicht die einzelnen Slots. Ne? So sieht man die einzelnen Slots. Okay. Gut, was ist das hier? Klasse festlegen und umbenennen. Okay, nee, das wollen wir jetzt alles nicht. Das heißt, in diesem Schiff ist ein Bergbaulaser zum Beispiel nicht so sinnig, aber wir bräuchten definitiv einen Kapitän. Vielleicht sollten wir erst nach einem Kapitän gucken, weil sonst kann das hier nur brach liegen, das Schiff. Ist denn hier an der Station vielleicht sogar ein Kapitän da? Das weiß ich nicht. Mal N und dann hier auf Leute gucken. Nee, nicht auf Schwarze. Nee, Leute war schon richtig, ne? Handelsposten, Xemui. Reparaturleute, hier ist doch einer, ein Kapitän ist ein Händler, okay. Keine Klasse, ein Händler und dann. Ja, Ressourcendepot. Das ist sogar das jetzt hier, oder ne? Ne, doch nicht. Das Ressourcendepot ist da. Aber ich würde es da. Oh, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht gegenknallen. Sind wir aber auch nicht. Lass uns gerade mal den Händler holen. Dann macht vielleicht Sinn, ne? Dass da einer drin ist, der steuern kann. Wenn es ein Händler ist, dann müsste man natürlich gucken, dass wir viel Frachtraum haben, damit er ein oder kaufen kann und verkaufen kann, ne? Ja, müssten wir mal schauen. Okay, jetzt ist gleich der Akku leer. Jetzt kommen wir da nicht hin. Oh, 89, ne? Das ist noch eine ganze Ecke weit weg. Also so schnell ist der Flieger hier jetzt gerade nicht, dieses Gründungsschiff, ne? Also das bringt uns jetzt auch gerade nicht wirklich was da, ne? Muss mal aufladen erstmal. Ja, was hat er noch geschrieben? Ja, das mit den Geschützen auf jeden Fall muss ich gucken, dass, was ist sinnig und unsinnig ist, ist klar. Was hat er dann noch? Das mit der Maus und automatisch umstellen. Jetzt sehen wir hier kein Geschütz, weil wahrscheinlich gerade gar keins da ist. Da sehe ich das halt nicht. Und dann ist es noch, dass ich Schiffsausrüstung gar nicht wichtig ist, sondern dass einfach nur eine ordentliche Dingens, sag schon das Blaue da unten, Schutzschilde ordentliche da sind und Panzerung ordentlich da ist. Das ist das Einzige, was er geschrieben hat. Boah, das ist aber ewig weit weg, ne? Und jetzt geht wieder mein Tank leer, ey. Mein, sag schon. Mein Akku. Ja, weiß ich wohl. Also hier ist ja schon mal ein bisschen was dran, also ist nicht, ne? Aber vielleicht muss es noch mehr sein, ich weiß nicht. Mal ein paar ordentliche Slots hier. So Pieks hat er dran gemacht, okay. Vielleicht sollten wir noch ein paar Generatoren oder sowas gerade mal dran bauen. Gelb haben wir ein bisschen mehr. Energiecontainer, Schildgenerator. Generator. Das ist doch schon Generator, oder? Mal C. V. Oh nee, das war es wohl nicht, ne? Steuerung C, Steuerung V. Jetzt haben wir den Generator da dran. Ne? Der ist aber spielt in einer anderen Preisklasse, sehe ich gerade. Ne? Das ist hier oranges Ogonit.
Und das ist zwar ordentlich, aber ich glaube, das können wir uns jetzt gerade nicht so leisten, ne, oder? Ne, das war der Schildgenerator, das ist der Generator. Das kann nur mit einem freundlichen Schiffswerft. Ach, Generatoren gehen nur an der Schiffswerft. Na super. Okay, dann fahren wir, fliegen wir erstmal. Ach, der hat noch nicht mal aufgeladen. Was ist denn das für ein Shit? Oh Mann, ey. Jetzt wissen wir, warum wir den Händler brauchen, weil der würde jetzt da wahrscheinlich alleine hinfliegen, ne? Noch 49 Kilometer, ey. Und Batterie ist jetzt leer. Noch 30 Kilometer. Eigentlich müssten wir das jetzt mit dem Akku schaffen, oder? Ziehen wir mal durch. Sieht gut aus, oder? Und die Station, die kommt so ganz langsam im Nebel hier daher, ey. So, jetzt brauchen wir einen Dockingport. Da unten ist einer. Traktorstrahl raus. Anlegen und Crew erneuern. Und dann nehmen wir uns den Händler hier. Sachsgeld 1,3 Millionen können wir uns also leisten. Vorsichtig, spielsüchtig, gewöhnlich. Glücksspiel, ja, spielsüchtig ist jetzt ein bisschen doof, aber ist halt so. So, jetzt sitzt der hier dran, ne? Da könnte man ihn abziehen. Quartiere 16 und 68, das sieht erstmal alles hier ganz gut aus, oder? Hier ist noch ein Slot sogar frei. Dann würde für ihn ja sicherlich ein Hightech-Handelssystem Sinn machen jetzt, ne? Festinstallation. So. Frachtraum ist leer, ist klar. Hier haben wir das, glaube ich, alles passend. Ja, sieht gut aus. Staffeln könnte man hier noch Handelsschiffe, Handelsjets reinmachen oder sowas, ne? Gut, okay, das heißt, wir haben jetzt den Händler und Autopilot. Nee, das ist jetzt nicht so toll. Ach so, ich muss auf die Karte, um das machen können, zu können. So, jetzt fliegt er da automatisch hin, ne? Genauso ist es. Aber er fliegt irgendwie woanders hin, wo ich nicht hin wollte, ne? Kann das sein? Ich habe doch da hinten hingezielt, oder? Ich hoffe, das passt jetzt mal. Ja, jetzt sieht's gut aus. So, steigen wir erstmal ein anderes Schiff, egal welches, damit wir hier rüberkommen. So, dann müssten wir hier jetzt gucken, dass wir hier mit diesem Schiff dann noch Trägheitsdämpfer sind hier genug dran, ne? Okay. Aber hier ist wahrscheinlich gar kein Schutz dran. Was ist das? Frachtraum, okay. Was hat denn der hier für Crew-Members? Venet ist ein Tier 0 Dingens, sag schon Kapitän, der kann nix. Mechaniker passt schon. Ingenieure passt schon. Hier ist nichts drin. Wenn wir abbauen wollen, dann müssten wir da mal was reinstecken zum Abbauen. Da er schon mal so ein bisschen Frachtraum hat, müssten wir ihm jetzt erstmal noch Dingens hinzugeben, ne? Wie heißt es? Nicht ein Generator, sondern Schilder. Schilder. Schildgenerator hatten wir doch hier, ne? Schildgenerator. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da ist gar keiner drin, da kann das sein. Okay, das ist jetzt nicht so ein Schildgenerator, wie ich mir vorstelle, dass ich den gerade bauen will. Das ist auch zu groß, das Teil. Das sieht so aus, als ob wir Steuerung C machen könnten und dann schon Steuerung V. Das ist ein Energiecontainer, den wir jetzt aber nicht in das machen, sondern in das machen.
Okay, wie wir sehen, ist es ein bisschen zu teuer, der Schildgenerator. Das heißt, der müsste jetzt kleiner werden. 1900 wäre so groß noch. Und er benötigt Energie 420. Das ist jetzt auch nicht so dolle da, ne? Schild würde er 3337 HP dazu kriegen. Hülle 34 HP. Dann ist aber fast von unserem ganzen Xanion alles weg, ne? 3337 HP. Jetzt lass uns mal gerade schauen. Weil Naonit ist ja ein bisschen mehr. Ja, der es hat 1483 oder sowas. Wenn ich den jetzt nur größer ziehe. Jetzt habe ich auch die 3000 dann. Würde ich tendenziell einfach da einbauen, ne? Kriegen wir sogar zweimal hin, wahrscheinlich, oder? Okay, das wäre jetzt da. Komm, zack, rein und fertig. Benötigte Energie, erzeugte Energie, das Verhältnis passt auf jeden Fall noch. Jetzt müssten wir nur schauen, dass wir aber das Trinium, was leicht ist und die Panzerung toll ist. Ich glaube, alles andere. Rogonit ist klar, ja. Ach, Trinium haben wir auch nicht. Brauchen wir also gar nicht wegen Panzerung gucken. Dann wäre das nächste hier Titan. Ja, Trägheitsdämpfer. Haben wir schon ausgewählt, die Panzerung? Titanpanzerung, ja, mach mal zu. Würde ich jetzt erstmal schauen, dass wir die ein bisschen anpassen noch. Ich glaube, die machen wir mal so dünn. Wie kriege ich die denn da jetzt mit dem Schlitz dann rein? Voll doof, wa? So wird die schon mal dahin gehen. Und dann kann ich sie hier noch weiterbauen. Kann ich sie jetzt hier noch weiterbauen? Hier so dran. Sieht so aus, oder? Macht erstmal einen guten Eindruck, oder? So, und dann müssen wir das mal drehen. Blau wäre richtig, ja. Keine Ahnung, ob das schick oder nicht schick ist, ne? Ich würde sie jetzt auch einfach hier so dran weiterbauen, ne? Und hier würde ich jetzt auch gucken, dass wir sie einfach tiefer machen, damit sie nachher mit dem anderen passt. Ich weiß auch nicht, ob die Trägheitsdämpfer jetzt dann nicht mehr funktionieren. Keine Ahnung. Ich glaube, wir sind hier angefangen, so mittig. Schon so passend? Ich glaube ja, ne? Ist gleich lang, ja. Von da geht's, von da geht's. Also, wir müssen noch hier vorne weitermachen. Ich glaube, wir haben das hier so. Haben wir so gemacht, ne, glaube ich. Passt das? Ich hoffe es. So, so, so. Ja, und dann können wir wieder drehen. Und dann machen wir hier nochmal eine Lage, oder? Ah, das wird jetzt schwierig. Also, das geht hier vorne vor, wahrscheinlich. Genau.
So sieht's auch ganz gut aus, oder? So ist erstmal für mich passend. So. Jetzt drehen wir das Ganze nochmal. Ne, so war falsch. So war auch falsch. Ne, so richtig. So finde ich es ganz nett. So kriegen wir das hier nochmal hin. Glaube, es könnte so passend sein, oder? Vielleicht ist es so spiegelrichtig. So nochmal. Ah, so geht's, oder? Habe ich noch irgendwo was vergessen? Drehen. Und zwar so und dann so. Und dann so. So lassen wir es erstmal. Kann man hier drinnen auch nochmal machen, ne? Was, oder? Ja, sieht doch auch cool aus, wenn es da drin ist. Okay, dann ist die Panzerung bei dem Schiff erstmal gut. Jetzt haben wir natürlich hier Jaw und Pitch natürlich richtig schlecht, sehe ich gerade, ne? Lass uns das mal gerade so checken. Ja, da bewegt sich schon mal so gut wie gar nichts. Na, das geht wenigstens noch. Okay, das heißt, da müssen wir auch noch mal dran, ne? Jetzt Rollen ist klar, Pitch oben unten, das müssten wir dann, da weiß ich auch noch nicht. Ist hier so ein Ding bei? Ne, ne? Quartiere. Panzerung, ne? Xanonit. Ist hier und da ist der Gyrophalanx. Ich glaube, den brauchen wir dann, ne? Links, rechts ist so, wie der jetzt schon ist. Ich würde den jetzt einfach mal legen. So und dann einfach hier drauf schrauben. So und dann müssten wir noch einen haben, der nochmal gedreht ist dann, oder? So ist Rollen. Rollen wollen wir nicht. Wie müsste er denn jetzt sein? Ne, so nicht. Das ist immer noch Rollen. Das ist hoch runter. Ich glaube, das haben wir noch nicht gemacht, ne? So, jetzt noch mal gucken. Ist das symmetrisch? Sieht so aus. Einmal raus. Okay, da tut sich jetzt wenigstens was. Ja, kann man sagen, dass so geht. Aber links, rechts. Links, rechts ist jetzt nicht sowas, ne, oder? Hoch runter geht, aber links, rechts geht noch gar nicht. Da muss noch mal was passieren mit links, rechts. Der muss erstmal so und das ist schon links, rechts, ne? Wenn ich den jetzt anders drehe, wird es zum Rollen. Okay, das ist verkehrt. Das ist hoch runter, das wollen wir ja nicht. Das heißt, das wäre tatsächlich so. Ich den überhaupt
so einen eben überhaupt eingebaut? Ich weiß es nicht. Aber wir können den mal einfach so dahinsetzen. Das sieht auch ganz schick aus. So, jetzt nochmal das Ganze. Ja, jetzt gibt es auf jeden Fall schon mal eine Drehung. Da können wir mit leben, das lassen wir so. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob es so schon to toll ist. Vielleicht kann Thomas Stede was dazu schreiben. Dieses Schiff lassen wir jetzt höchstens, wir müssen noch ein paar Frachtraumkapazitäten reinbauen. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Sehen wir hier, was macht der Frachtraum? Hier bin ich wohl falsch. Volumen, Schild, Blöcke, Hülle. Frachtraum 1,3. Weiß ich nicht, ob das gut oder schlecht ist. Das will mir der Thomas Steele schreiben. Alles klar, ich glaube, das Schiff haben wir erstmal schon mal gepimpt. Dann müssen wir die anderen auch noch pimpen, denke ich mal. Alles klar, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.